Hallo und willkommen bei Geschichte Tag für Tag. 1522 wird als letzter nicht-italienischer Papst bis zu Papst Johannes Paul II. Der Niederländer Adrian von Utrecht zum Papst gewählt. Er nimmt den Namen Hadrian der Sechste an. 1917 beschließt die damalige Reichsleitung während des Ersten Weltkriegs den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Es wird befohlen, auf alle Handels- und Kriegsschiffe, sei es kriegsführender Staaten oder neutrale Staaten, so gut wie möglich zu versenken. Militärisch gesehen hatte diese Aktion kaum eine Bedeutung, allerdings führte sie dazu, dass die USA in Europa in den Ersten Weltkrieg eingriffen. Am 9. Januar 1890 wurde Kurt Tucholsky geboren. Mit seinen satirischen Texten griff er den Militarismus und den Nationalsozialismus an. Vor diesen musste er dann fliehen und hat im Exil Selbstmord begangen. Das war der 9. Januar. Ich wünsche euch was und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.